Schönen guten Nachmittag, guten Abend. Hier ist er, euer Micha oder wie ihr mich nennt, euer Harry Hirsch aus Karl-Marx-Stadt. Ach nee, das ist ja jetzt Chemnitz, ja. Ich bin im wunderschönen, wo bin ich denn? In Leipzig. Ihr seht, mein Tag ging heute überhaupt nicht gut los. Mein Handy ist heute runtergefallen. Ich habe Akku vergessen. Ich habe so viel vergessen. Ja, hier haben sich schon tausende Leute versammelt in Leipzig. Ja, die fehlgeleiteten Jugendlichen sind auf der anderen Seite hoch. Also da sind es vielleicht, ja, schätze ich mal so 20, 30. Ja, mal sehen, was passiert. Ich denke mir mal, es wird ein bisschen spazieren gegangen bei dem schönen Wetter. Also teil, wenn euch gefällt, was ich mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Und ja, ich muss ja ein bisschen rübergehen, weil ich habe gerade ein Auto. Ja, also, wenn es euch gefällt, ihr habt 1 Million übrig, 2 Millionen. Meine Kontonummer findet hier unten. Ne? Also jeder Euro zählt in diesem Sinne. Euer Micha, euer Harry Hirsch unterwegs in Leipzig. Und teilen. Ja, also geht doch wieder weg. Es ist nicht mein Tag, Leute. Mein Handy ist vor uns runtergefallen. Hier, Ach, geht noch was, ne? Ja, ich geht. Ja. So, meine Lieben. Ich werde jetzt das Mikrofon erstmal nochmal hochdrehen. Damit er mich auch bitte hört. Letztes Mal, komm mal bitte. So, meine Lieben. So, meine Lieben. So, ich hoffe, Ton und Bild ist soweit alles schicki. Ich sag natürlich auch, ja. Guten Tag Bulgarien, du Bidoschli Bulgaria, Micho Sega, gerade Leipzig, Saxonia, immer Demonstratia, Novo Polizia. So meine Lieben, jetzt hat euer Micha natürlich auch die bulgarischen Zuschauer gegrüßt. Das muss auch sein und wir gehen jetzt einfach mal eine Runde rum und gucken mal hier. So, also ihr seht. Oh. Ja, also ihr seht hinter uns die Kolonne war. Und wir gehen einfach mal rüber und gucken mal, was hier so. Wir sind geradeaus weiter aufgelaufen, nicht reingegangen. Ah, Micha! Jawohl, Micha! Sei gegrüßt, mein Freund! Ja, klar, schön. Da willst du gleich was sagen zu meinen Zuschauern? Loskommt. Sag mal was hier. Ich leiste den Hallo, Micha! Polizeiauto. Sei gegrüßt. Ja. Ja. Ich grüße alle friedliebenden Patrioten auf der Straße und ich hoffe, dass wir heute wirklich viele Tausende hier noch werden, weil das Theater muss aufhören, dass dieser Wahnsinn, was hier betrieben wird in diesem Land und nicht nur hier, auf der ganzen Welt. Und deswegen, wir müssen zusammenhalten und deswegen muss es weitergehen. Protest gehört nur auf die Straße. Fertig aus. Jubi, danke, das ist gut. Und wir machen einfach mal hier vor und gucken mal, was da so. Hier haben wir gleich noch mal wunderschöne, hübsche Frauen. Hallo! Alle im Alter zwischen 20 und 24. Oh, das hört man gerne!
Oh, lasst euch mal knuddeln. Oh, schön. Ich knuddel jeden. Und uns. Grüß dich. Und noch jemand? Grüß dich. Und alles schön bei euch? Ja. Ja, ganz schön alles ab, ja. Ja, und hinter uns steht der Antifa. Drüben ganz voll mit Antifa. Alles voll, ja. Unser Berliner Antifa ist auch schon wieder da. Ja. Echt jetzt? Was, von Berlin kommen die? Wir ja auch. Die fehlgeleiteten Jugendlichen sind auch noch da. Wir Polizisten hier. Ja, genau. Das soll euch gut gehen, ja. Ja, seht ihr, so ist das. Man kennt einen. Mal gucken, aufpassen hier. Wir machen jetzt einfach mal hier vor und gucken mal, was hier vorne so passiert, mein Leben. Ne? Also seht jetzt links und rechts versammeln sich die Leute und wohnen die einfach mal die Veranstaltung von draußen. Ne? Das kann wieder die Guten, ne? Bleib bei mir stehen, aber bitte. Was ist das? Ja, meine Lieben. Also, ich zeige es euch nochmal. Hier ist unser Platz, wo die Veranstaltung stattfindet, aber die Leute haben keine richtige Lust, dahin zu gehen. Die verteilen sich hier so nach und nach auf den Straßen, auf den Gehwegen. Ne? Ja, wir werden sehen, was passiert. Und ja, ich zeige es euch einfach mal hier hinten. Ne? Also wir warten einfach mal, ne? Seht, die Leute versammeln sich hier überall so ringsrum ein bisschen. Ne? Polizei da hinten in ja reichlich. Ja, und oh, jetzt wäre ich gekrault, aber ich sag's nicht. Auch nur von jungen hübschen Frauen. Warte mal, ich häng mich fest, ja, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Das sind hallo. Wir. Grüß dich. Juhu, aus Leipzig. Kennt dich auch. Oh, ich nach wir lernen uns kennen. Genau, gestern. Sehr schön. Ja. Also, ja, mal sehen, was da ist. Das gute Engelberger sind. Angeblich haben sie welche hergestellt. Warte mal, ist ein Livestream. Achso. So, meine Lieben, wir gehen jetzt erstmal noch eine Runde gucken nach jungen, hübschen Mädels. Ne, wir sind wegen der Veranstaltung hier. Und ja, überall sind fehlgeleitete Jugendliche. Ja, also wir machen jetzt einfach mal eine Runde, gucken mal hier vor und ja, geht einfach mal quer durch die Veranstaltung. Ja, wir machen einfach mal rein und gucken mal. Also ihr seht, hier sind, ja, das ist auch so Einlasskontrollen, Polizei, passt auf, dass den Teilnehmern nichts passiert. Ne? Und wir gucken einfach mal einmal rein und einmal raus. So. Wir machen jetzt einfach mal rein und... Die wollen auch voll teilnehmen. Können Sie reinkommen. Auch Teilnehmer. Bei der Demo teilnehmen? Sind wir rein und dann ziehen. So, meine Lieben, ja, wir sind jetzt auf dem Veranstaltungsgelände. Wir gucken einfach mal, wer sich hier so alles so versammelt hat, was so passiert, ob schon ein paar Leute da sind. Bist du nicht der Michael aus Chemnitz, ha?
Ja, ich bin nämlich aus der Marstadt. Grüß dich. Aus Kempst. Ja, ich bin hier der Versammlungsleiter ab 15 Uhr. So, also ihr seht, es hat sich... Irgendwo sollen noch welche rumstehen. Ordner, wir brauchen 20 Ordner. Es hat sich schon welche versammelt. Mir zugesagt, hier habe ich noch versucht, finde noch gefüllt, wer hier Platz Ordner machen möchte, damit mal die Veranstaltung pünktlich beginnt. Wir brauchen 20 Mann. Da kommt mal hier vor zum Wagen. Bitte. Ja, also Polizei ist reichlich hier. Ja, Polizei ist reichlich, also wir warten mal, ne? Was so wird. Viele, viele Leute haben sich draußen hingestellt, wohnen die Veranstaltung von draußen, muss ich sagen. Grüß dich. Ja, wir machen einfach mal vor. Micha stellt sich bitte auf die Sonne, über die Sonne, oben hin. Dann wird ein bisschen schön da ist. Und dann gucken wir mal einfach mal, wie das hier so wird heute. Grüß dich. Ja, wir gehen einfach mal eine Runde rum und da seht ihr, wer so alles da ist, wer nicht. Ja, euer Micha geht jetzt mal hier hoch, wir klettern nicht mehr los mit der Treppe und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal von oben an, meine lieben Zuschauer. Hier ist die Absperrungen, draußen versammeln sich die Leute, Polizei auch nach und nach. Ja, ist noch genug Platz, aber viele sagen, nee, wir haben keine Lust, uns hier einsperren zu lassen. Wir bleiben draußen. Ja, wer weiß warum. Und ja, wir warten einfach mal ab. Ja, mein lieber Heiko ist auch natürlich mit dabei. Ich zeige euch mal. Ja, da ist er. Unser Heiko, frisch vom Friseur. Extra nur für Leipzig. Ja, wir warten ab, was passiert. Ich hoffe, Ton und Bild ist soweit gut. Und ja, wir warten. Grüß dich. Wen machst du hier hin? Wir haben da hinten drin Wir halten jetzt einfach, wir zeigen euch einfach mal für die Bilder. Ja, die kaufen von Hamilton. Ja,
Ja, meine Lieben, also Veranstaltung, ja, ist noch ein Stück. Es sind einige Leute auf dem Platz, ja, aber es sind auch wieder viele, die sagen, nein, wir gehen nicht rein. Wir gucken uns die ganze Geschichte von draußen an. Ja. Und ihr seht, die Leute werden eben hier draußen auch angehalten und gesagt, nein, bitte, hier darf niemand stehen bleiben und so weiter, bitte geht weiter. Ja. So, meine Lieben, also ihr habt gehört, die 1000 Mann sind erreicht und wer jetzt zu Hause Langeweile hat, ne, ich drehe mir jetzt mal ganz langsam von links nach rechts, da könnt ihr ja mal zählen, ob das wirklich 1000 sind. So, also wie gesagt, der Platz wäre voll, 1000 sind erreicht. Ja, ich war Kreide holen in Mathe, also ich würde ja vielleicht mal auf 800 schätzen oder so. Aber sind es 1000, ja. Lassen wir das mal so hingestellt, vielleicht verzählt sich euer Micha auch wieder mal. So, wenn welche rausgehen, dürfen wir wieder welche rein. Und wir gehen rein und lassen zwei andere rein. Ja, und wir gucken, was draußen noch so vor sich geht. Ja, also ihr seht, ja, das Limit ist erreicht. Euer Micha bleibt draußen ein bisschen. 2. Ich bin wieder frei. Ja, hallo, ja, guten Tag. Ja. 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 Ja.
Aha, okay, ja, also ihr seht, die Leute versammeln sich. Lecker, Kaffee gibt es hier auch. Naja, lecker ist gut. Lecker, also wenn dich jemand sieht, ne, ein mittleren Kaffee mit viel Milch, bitte. Ja, eben. Danke. Ah, ist schon zu. Grüße. Moment. So, warte mal, Heiko, wir laufen erstmal noch eine Runde. Wir gucken mal, was hier noch so passiert. So. Der Schnauzer, der kommt ab. Der ist gefährlich, hat meine Fritteuse gesagt. Ja, der muss gefärbt werden. Wir bleiben einfach mal ganz spontan hier so bitte stehen. Also ihr seht, die Leute versammeln sich draußen. Ja, was passiert hier? Es bleibt spannend. So, Herr Michael, setz einfach mal ab. Ich zeige euch mal die ganze Geschichte. Also ihr seht, hier drüben wird sich versammelt. Auf der anderen Seite, ja, die gute Dame da hinten mit dem Dreirad, wir kennen sie. Aus Leipzig, von den Montagsdemos. Ja, die Antifa. Wo mal Aufstieg geht rechts. Also, ihr seht jetzt nach und nach, mal sehen, was hier so passiert. So, ich gebe noch ein größeres Problem. Ich hatte das Problem. Aber, richtig, ich habe heute Morgen, ja. Das ist erst so ein Jahr lang, ja. Ich denke, aber letztes Jahr gab es ja massive Probleme. Ja. Also hier bei den Dumplings. Ja, ich habe jetzt. Ja. Ja, na, ich mache auch mal den 1280, 720. Aber du merkst trotzdem schon den Unterschied. Meine Herren, der So, meine Lieben, also ihr seht nach und ich vernichte. Hier kommt man schon zu Hause. Ja, das ist geil. Den haben sie schon weggepackt. Den haben sie gleich weggepackt. Das ist ganz riesig und hässlich. Von der Seite da auch. Ja, ich weiß, wir haben schon gesehen. Ja, danke. Ich habe gerade das Helm gesehen, der ist auch auf dem Platz. Ja, guck mal, da können wir ganz vorgehen. Ganz gut, wenn wir hier rein.
Hallo. Ja, einfach mal was ist denn mit dir? So da und da. Ja, meine Lieben, wir warten einfach mal ab, wie sich das weiter jetzt entwickelt. Ja, die Leute stehen drinnen, draußen, gucken das von draußen zu, wir warten einfach mal ab und ja, mal sehen, wie es passiert, was passiert. Von der Polizei. Die Leute möchten doch bitte die Straße frei machen und nicht den Verkehr behindern. Ja, wir warten einfach mal ab, wie sich das hier so alles weiterentwickelt. Und da, ach, guck mal, ich zeige euch einfach mal die junge, hübsche 24-jährigen Frauen da drüben. Ein Lächeln, ein Lächeln. Sind alle 24. Also ihr seht, es wird immer nach und nach so, die Polizei rückt ein bisschen nach. Ja. Guck mal, die Freie Linke auch da. Also Polizei rückt nach. Ja, was heißt rückt nach? Also es werden immer mehr. Immer mehr Polizei wird herangezogen. Und es werden auch immer mehr Leute, die sich außerhalb der Absperrungen einfach mal ja, versammeln, die sagen, nein, wir gehen nicht in die Absperrung rein. Wir bleiben von draußen. Ne? Ja, wir warten einfach mal ab, was wird. Ja. Bernie, kommst du mit oder willst du hier bleiben? Wirklich, jetzt können die auch stehen. Ich würde auch was sagen. Wir gehen lieber mal auf die andere Seite. Jo, euer Micha geht jetzt mal raus, weil du weißt, wie es ist. Die Taktik der Polizei, man stellt seine Wagen hoch ins Rum und man kommt nicht weiter. Wir gehen einfach mal hier rüber auf die andere Seite und gucken da einfach mal, was da so passiert. Und ja, auf jeden Fall. So. Ja. Die hat zu sehen gerade. Ja,
also ihr seht, die Polizei baut jetzt einfach mal so eine Wagenburg auf zwischen den Leuten, die hinter den Absperren gehen, die da, ja, die da so rumstehen. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch die Antifa mit der Gegendemonstration, die sich dort versammelt haben vom DGB. Und hier natürlich die Leute, die außerhalb der Absperrungen stehen und sich versammeln. Ja, teilt jetzt dem hier ansehen, bis was passiert. So. Ja, mein Spannemann, unser Heiko, sagt immer zu den Leipziger Straßenbahnen, die ihr gerade seht im Bild, Harry Potter Straßenbahn. Ja, also, hier warten wir. Was jetzt noch passiert, wie es wird. Also, ihr seht, die Leute haben sich versammelt. Da sehe ich noch so eine Thüringer Fahne. Das ist Thüringen? Ja, ja. Ah ja, Thüringen. Ja, ja, Thüringen, die Thüringen kennen wir. Freiheit! 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 Freiheit!
Polizeiwagen, Burg, wie auch immer, zieht sich zurück. Ja. Und die Situation ist so, es wird eine Mauer aufgebaut von einzelnen Polizisten im Abstand von halb Meter. Ja, Helme sind noch unten. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die Polizisten sind zurzeit getrennt zwischen den Leuten. Vor der Absperrung, nach der Absperrung, es werden immer mehr, es sind tausende Leute hier in Leipzig am Platz. Bitte teilt uns die, wenn es euch gefällt, was ich so mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen, euren Mischer.
Ja, irgendwie schon so richtig losgegangen ist, kann ich euch gar nicht sagen. Viele tausende Menschen sagen einfach, nee, wir gehen nicht rein, wir bleiben draußen. Ne? Und ja. Ich hoffe, Bild und Ton ist alles soweit, alles gut, meine lieben Zuschauer. Ja, also ihr seht, es werden immer mehr Leute, immer mehr kommen hier zum Platz. Ich sehe gerade Chemnitz, Leipzig, Thüringen, ja, Berlin haben wir gesehen, aus allen Bundesländern. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht hier, ob die Leute vielleicht dort noch laufen oder sagen, die wollen laufen oder wie auch immer. Zumindest stehen sie draußen und sagen, sie wollen einfach nicht rein. Was ist das für ein Schuh? Thank you.
wird jetzt nochmal einen kleinen Schwenk machen von oben. Und da sehen wir nochmal, wie viele Leute draußen sind, wie viele drinnen sind. Und nochmal, du British Lee Bulgaria, Michu Sega, gerade Saxonia, gerade in Leipzig. Okay, machen wir das so, ja. Gut.
du wirklich mal zu Anliegen? Ja, Thank you.
Achtung, Achtung! Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit! Diese Ansage richtet sich an die Polizeikette um den Augustusplatz! Sie befinden sich auf einer nicht demokratisch legitimierten Maßnahme! Es ist jetzt 15:32 Uhr, das war die erste Durchsage. Sammlungsbereich leiten. Die Polizeibeamten vor Ort werden Sie auch ansprechen und Sie entsprechend die Richtung vorgeben. Ich wiederhole nochmal, die Polizei und die Versammlung des Stadt Leipzig bieten einen alternativen Versammlungsort hinter der Oper, den Schwanenteig an. Dort können Sie in Richtung von der Böhmenstraße hingelangt. Die Polizeibeamten werden Sie ansprechen und in die richtige Richtung leiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Und Leute, denkt dran, es geht um eure Gesundheit. Mehr ist das hier nicht.
Durchsage an alle Personen, die immer noch außerhalb des Veranstaltungsbereiches Augustusplatz, Opernseite hier stehen und keinen Zugang zur Versammlung Freiheit, Gleichheit, Solidarität erhalten haben wegen der Erreichung der maximalen Teilnehmer. Wir fordern Sie jetzt auf, den Bereich freizumachen. Wir haben Ihnen auch ein Alternativangebot als Veranstaltungsraum über die Goethestraße hinter der Oper, Höhe Schwanenteich, angeboten. Fordern Sie daher nochmals auf, dieses Angebot auch anzunehmen und den Bereich freizumachen. Ich wiederhole nochmal. Die Bürger und Bürgerinnen in Leipzig setzen sich in Bewegung. Es wird gelaufen. Zeichenbilder um die Welt. Thank you.
Kilometer. Gemacht. Vorne die Wasserwerfer kommen. Euer Micha geht mal vor. Ich guck mal, was die Wasserwerfer machen. Ihr habt es gehört, Wasserwerfer. Einsatz gegen Bürger und Bürgerinnen, gegen friedliche Bürgerinnen, betone ich. Euer Micha geht mal vor. Ich gehe eine Runde duschen. Ich habe meine Badehose damit. Ja, wir werden sehen, was passiert.
Kette da vorne, hinten am Bahnhof, der Wasserwerfer, Antifa, die Bürger und Bürgerinnen überlegen sich, was machen sie jetzt. Werden wir sehen, deeskaliert nicht oder nicht. Polizei rückt jetzt vor. Wenn euch gefällt, was ich mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro hilft mir. So, jetzt lasst ihr die Bilder aus Leipzig sprechen. Also wie gesagt, da unten die Polizeisperre. Ja. Und wir warten einfach mal ab, was hier weiter passiert. Es ist jetzt 15.54 Uhr, Ende der 0.
deinen Hubschrauber bezahlt? Die Rebellion? Ja, das ist super. Ja, der Park ist zu, da ist der Wasserwerfer. So, meine Lieben, die Leute setzen sich weiter hoch zu in Bewegung. Wir werden den Zug weiter nach oben begleiten. Jetzt in die Richtung. Es kommt gerade Bewegung hier. Andere Richtungen, die sich bewegen. Hinter mir noch die Polizeikette. Wenn es euch gefällt, teilt mein Stream, folgt mir auf dem Kanal. Ihr könnt mich finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. Danke schon mal dafür. Und jetzt lassen wir die Bilder hier aus Leipzig für sich sprechen. Thank you.
meine Lieben, wenn es euch gefällt, was ich mache, folgt auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. Danke, euer Micha. Und jetzt hast du die Bilder aus Leipzig für sich sprechen. Dubritoschli, Bulgaria, Mischusikal, Kratte, Leipzig.
liebe Zuschauer, ihr seht vor mir die Bürger und Bürgerinnen von der Kundgebung, von der Demonstration von Werdenken, sage ich jetzt mal. Es gab Pfefferspray-Einsatz, einzelne Festnahmen und hinter mir, ich schwenke einfach mal um, hinter mir in der Passage, sage ich jetzt mal, die Antifa hat sich versammelt, alles getrennt durch einen Korridor von der Polizei. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Euer Micha bleibt weiter hier am Ball. Dafür ist er da. Alternativer Journalismus. Euer Michel Micha oder wie ihr mich nennt, euren Harry Hirsch. Hinter mir die Antifa. Ihr hört sie schreien. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was jetzt hier so richtig passiert. Ich bin mal wieder rüber, damit ich die Einsatzkräfte nicht behindere bei der Arbeit. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ja, wenn es euch gefällt, ja, es soll kein Gebälle sein, aber ihr wisst, der Diesel ist scheiße teuer, Heizöl ist eingefärbt, also ja, jeder Euro zählt für mein Diesel. Danke. Und ja, danke nochmal an meine lieben Mods, die immer da sind, die immer aufpassen. Und ihr könnt ja nochmal den Telegram-Kanal und alles rein. Und nochmal Dubridushli, Bulgaria, Sega, Michu, Grad Leipzig, Sega, Grad Leipzig, Germania, immer Demonstratia, Drehhilerdi, Hora, immer Nogo Polizia. Von der Polizeisperre hinter mir die Antifa, die getrennt wird. Und ich gehe einfach rüber, ich zeige es euch mal. Thank you.
Treppe wieder hoch zu den Bürger und Bürgerinnen, die hier oben immer noch vor der Polizeisperre warten und versuchen durchzukommen. Gefällt dir, ha? Gefällt dir, komm mal wieder in den Leib fallen.
Thank you.
Frage. Die Leute sind hier froh. Thank you.
Ja, meine Lieben, ihr seht hinter mir die Bürger und Bürgerinnen aus Leipzig, die bei der Kundgebung teilnehmen, ja, die dann einfach mal befriedigt sind, stehen den Wasserwerfern gegenüber. Die zeige ich euch auch nochmal. Da haben wir sie, zwei Stück. Und wie gesagt, unten am Bahnhof auch noch ein Wasserwerfer und ein Räumpanzer. Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob der Wasserwerfer zum Einsatz kommt oder nicht. Wir warten einfach mal ab. Ja, auf der anderen Seite DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, ne? Ja, von der Antifa. Und ja, wir lassen jetzt einfach mal die Bilder wieder für sich sprechen. Und nochmal, Dubidoschli, Bulgaria, Dubidoschli. Mich ist egal, Germania, gerade Leipzig. Das ist eigentlich ein Vorwachs.
Die Polizei kann ja nicht alle in dieser Kette hier
Auf! 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 Au
Thank you.
auch nicht. Ein Zwicker ist ja eine Ahnung, ich hätte nicht den müssen nehmen. Ich hab mir immer erzählt. Hier ist er frisch. Weil die versucht haben, das Ganze rauszubringen hier auf dem Platz, aber sind sie auch nicht. Eiern? Ja. Jetzt sind sie am Helm. Jeder kommt für mich allein. Ja, ja. Ach, gut, zum Schutz. Die Leute sind immer noch hier eingesperrt. Wir werden sehen, was weiter passiert. Auf der anderen Seite, unterhalb vom Bahnhof, sind auch noch Leute. Wir werden da einfach mal gucken, was da so weiter noch passiert. Thank you.
Antifaschista! 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 Antifaschista!
Entfernen Sie sich nicht, wird die Polizei eine Identitätsfeststellung durchführen. Ende der Durchsage, 17.34 Uhr. Sendung. Ich bin so froh, dass ich meinen Freund Michael Wittber hier in Leipzig treffe. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht von der Masse, dass wir den Zusammenhalt am Ende nicht so zeigen können, wie es eigentlich sein müsste, oder? Ja. Was sagst du dazu? Sonst war alles in Ordnung, aber der Mut der Bevölkerung fehlt. Der Zusammenhalt. Und der Zusammenhalt. Ist erschreckend. So wird das nie was. Da wird das friedliche Volk geknüppelt. Ja. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Und die Polizei schlagen die Frauen ein. Vor uns hatte eine wehrlose Frau mit einem Hund geschlagen und getreten. Und das sagen die hier nicht. Kein Respekt mehr. Kein Respekt vor die Leute. Traurig für Deutschland. Ganz traurig. Bitte, mein Freund. Ich habe
den sie öffnet werden. Versucht das Stück, das versuchen wir trotzdem. Hast du von der Polizei oder was? Guck mal, jetzt stehen sie alle hier drauf. Oh. Ich bin ja runtergelaufen, haben sie zugemacht.
Polizei hält sie nicht auf. Teilt den Stream. Euer Micha, euer Harry Hirsch unterwegs. Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.
Jetzt geht's los mit ganz großen Schritten. Döner liegt an der Kelle, ihre großen fetten Schultern. Das ist die Stimmung. Das Genfer Abkommen zum Und die Polizei Polonaise. Hier sind die Zivilbevölkerung, das sind die Bewaffneten, die Jungen. Deswegen wurde das Genfer Abkommen 1988 ja, deswegen werden die auf der Anklagebank sitzen. Das ist eine von den. Ah, Micha! Permanent. Wo wollen die denn hin? Das Essen gibt sowieso nur nach und nach. Und ihr habt doch Nummern. Da brauchst du schon davor, Daniel. So, meine Lieben, das war euer Micha, euer Harry Hirsch in Leipzig bei der Kundgebung. Ich sag da mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Ihr wisst, jeder Euro zählt. In diesem Sinne, tschüssi, bis zum nächsten Mal, euer Micha. Geht nach Hause. Ich bin der Meinung, dass wir